Die Gefängnisse der Welt. Hier herrschen eigene Regeln. Die Insassen hier sind extrem gefährlich. Das war unser Job, Köpfe abschneiden und so. Totale Anarchie. Ein Insasse hat mir ins Auge gestochen. Je korrupter, desto besser. Das Leben hinter Gittern ist ein Kampf ums Überleben. Ich verletze niemanden, nur mich selbst. Nur die Stärksten schaffen das. Ich will hier raus, für meine Töchter. Ihr Leben liegt in den Händen anderer. Wir sind eingesperrt und der Schlüssel weggeworfen. Hinter Gittern, in den härtesten Gefängnissen der Welt. Armenien, ein Land mit unheilvoller Geschichte und bewegter Gegenwart. Geprägt von sowjetischer Vergangenheit, gezeichnet von den katastrophalen wirtschaftlichen Folgen. Der größte Teil der Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Auf der anderen Seite mächtige Eliten mit Verbindungen zu organisierter Kriminalität und ein Sumpf aus Korruption. Armenien hat eines der strengsten Strafvollzugssysteme der Welt. Schon für kleine Vergehen kann man jahrelang hinter Gitter kommen. Und wer Pech hat, landet hier, in der Armavir-Haftanstalt. Ein Gefängnis, das extra gebaut wurde, um eine jahrzehntealte Gangsterkultur zu brechen. Die sogenannten Diebe im Gesetz. Kriminelle, die nach ihren eigenen Regeln leben. Sie wollen nicht gerne gesehen werden, aber sie beobachten uns. Sie wollen immer alles unter Kontrolle haben. Der Staat will die Gesellschaft vor den Gangstern schützen, um jeden Preis. Ich habe das Recht, ohne Vorwarnung zu schießen. Die Kriminellen, die hier einsitzen. Ich habe keine Probleme. Ich bin mit den Leuten cool. Alles normal, alles korrekt. Sollen im besten Fall nie wieder in Freiheit kommen. Ich war 8 Jahre in Einzelhaft und habe nie den Himmel gesehen. Doch die Gangster treffen auf völlig überforderte. Und korrupte Wärter. Wir müssen leider zugeben, es gibt hier Wärter, die für Geld alles schmuggeln. Warum sollte es hier besser sein als im Rest von Armenien? Das ist einfach undenkbar. Das Armavir-Gefängnis. Armeniens Kampfansage an die Gangsterkultur. 8 Uhr morgens. Schichtbeginn für die Wärter der Haftanstalt. Morgen. Das Gefängnis ist der Arbeitsplatz der Justizvollzugsbeamten Aram Hovanishyan und Arman Beglayan. Ihr täglicher Gang durch den Zellentrakt führt durch eine streng bewachte Schleuse. Alle Angestellten und Besucher müssen hier durch. Es ist der einzige Weg in das Gefängnis und der einzige Ausgang. Die Wachleute registrieren jeden Passanten. Handys und Ausweise, alles muss hier abgegeben werden. Was aber wirklich überrascht, es ist der letzte Posten im Zellentrakt, der wirklich bewaffnet ist. Im Armavir-Gefängnis arbeiten alle Wärter ohne Waffen. Keine Schlagstöcke, kein Pfefferspray, noch nicht einmal Handschellen. In Armenien ist es nicht offiziell geregelt, ob wir Schlagstöcke oder Handschellen mitführen oder nicht. Wir haben das zwar alles, benutzen es aber nicht. Wir glauben, das provoziert die Gefangenen, macht sie aggressiv. Sie randalieren dann, schlagen gegen die Zellentüren und es wird definitiv schneller zu Aufständen. In diesem Gefängnis glauben die Wärter an ein gewaltfreies Konzept. Zumindest solange sich die Gefangenen gut benehmen. Es gab natürlich schon Fälle, wo wir angegriffen wurden. Wenn Häftlinge gewalttätig werden, dann separieren wir sie aus der Gruppe.
Wir nehmen sie sofort aus dem Block und stecken sie in Isolationshaft. Und wenn es denn wirklich notwendig ist, setzen wir dort dann auch unsere Schlagstöcke gegen sie ein. Im Inneren von Armeniens modernster Haftanstalt setzt man auf Deeskalation. Außen machen zwei Mauern und ein Sicherheitszaun das Gefängnis zur Festung. Ein halbes Dutzend Wachtürme flankiert das Gelände, damit hier nichts und niemand rauskommt. Denn im Gegensatz zu den Wärtern sind die Wachleute schwer bewaffnet. Ihre Standardwaffe ist die Kalaschnikow AK-47. Wachmann Sassoon Razayan muss hochkonzentriert sein, egal ob bei 40 Grad Celsius im Sommer oder bei Minusgraden im Winter. Denn mit der Waffe trägt er eine gewaltige Verantwortung. Bei einem Ausbruchsversuch habe ich das Recht, ohne Vorwarnung zu schießen. Der Grund für diese drastischen Sicherheitsmaßnahmen befindet sich in Block 6 von Armavir. Hier sitzen die berüchtigsten Gangster des Landes. Männer, die auch als Häftlinge nur nach ihren eigenen Regeln leben. Einer, der sie ganz genau kennt, Knastpsychologe Gevorg Simonyan. Das ist Block 6. Hier sitzen alle möglichen Schwerverbrecher. Aber das Besondere an ihnen ist, sie leben nach einem Ehrenkodex. Die sogenannten Diebe im Gesetz. Diese Männer lehnen jegliche staatliche Autorität ab und haben ihre eigenen Gesetze. Die Diebe im Gesetz sind Teil der armenischen Mafia. Außerhalb der Mauern regieren sie den armenischen Untergrund. Doch auch im Knast selbst sind sie mächtig. Wenn wir einen dieser Häftlinge hier rausholen und ihn von der Gruppe isolieren würden, dann würde er das als Angriff auf sein Leben betrachten. Und er würde alles Erdenkliche tun, um wieder zur Gruppe gebracht zu werden. Er wäre wirklich zu allem bereit und würde vor nichts zurückschrecken, auch nicht vor einer Gewalttat. Der Psychologe ist eine der wenigen Autoritäten, die die Insassen in Block 6 dulden. Nicht nur wir behalten Sie die ganze Zeit im Auge, auch Sie beobachten uns. Sie wollen immer wissen, was gerade passiert. Die wahren Bosse allerdings bleiben im Hintergrund. Sie haben ihre eigenen Augen und Ohren, die sogenannten Watcher, ihr Bindeglied zur Außenwelt. Wenn Häftlinge sich diesem Kodex der Kriminellen verpflichtet haben, wie hier im Block 6 die Diebe im Gesetz, dann können die Anführer und ihre Handlanger unglaubliche Macht auf die anderen ausüben. Wenn es Probleme gibt, dann regelt es die Gefängnisleitung direkt mit den Sprechern des Zellenblocks. Beide Seiten wollen keinen Ärger. Die stille Abmachung zwischen Mafia und Wärtern: Wir mischen uns nicht in eure Angelegenheiten, dafür sorgt ihr als Insassen für Ruhe in Block 6. Gago Galestian ist einer der Sprecher. Der Knastpsychologe plaudert regelmäßig mit ihm, um ein Gefühl für die momentane Stimmung zu bekommen. Meiner Meinung nach kann sich kein Mensch sicher sein, dass er nicht auch eines Tages im Gefängnis landet. Dass er in Block 6 einsitzt, ist für ihn geradezu ein Privileg. Hier in unserem Block ist es wichtig, dass man zusammenhält. Wir unterstützen und schützen uns gegenseitig. Niemand darf sich von außen einmischen.
Deswegen sind nur Armenier in Block 6. In der Not halten wir Armenier zusammen. Das ist das Besondere am armenischen Volk. Die Mafia hält zusammen. Wie viele in Block 6 sitzt Gago wegen Drogenhandels. Man hat ihn mit einem halben Kilo Heroin erwischt. Ein Schwerverbrechen in Armenien. Doch die Haupteinnahmequelle der armenischen Mafia. Diese Subkultur hat ihren Ursprung in der Zeit von Stalins Straflagern. Als Armenien sowjetische Teilrepublik war, weitete die Mafia ihre Macht in den Gefängnissen enorm aus. Sie bestimmt das Schicksal aller Häftlinge. Teil ihres Kodex, nicht mit staatlichen Organen sprechen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion wuchs der Einfluss dieser kriminellen Organisation. Das Gefängnis Armavir ist der Versuch, die Macht der Diebe im Gesetz einzuschränken und andere Häftlinge vor ihnen zu beschützen. Helfen soll dabei die Aufteilung der Haftanstalt in Zellenblöcke. So können manche Häftlinge, die dem kriminellen Kodex nicht folgen, von den Mafia-Mitgliedern getrennt werden. In Block 4 sitzen vor allem Kleinkriminelle. Block 5 ist für ehemalige Staatsbedienstete wie korrupte Beamte oder Polizisten reserviert. In Block 1 bis 3 und in Block 6 sitzen die Schwerverbrecher, Gewalttäter, Drogendealer, Mitglieder der organisierten Kriminalität. Hier haben die Diebe im Gesetz das Sagen. Diese Insassen leben nur nach ihren eigenen Regeln. Die anderen Gefangenen in der Armavir-Haftanstalt zu schützen, das gehört auch zu den Aufgaben von Arman und Aram sowie ihren 100 Kollegen. Stillgestanden. Ihr müsst heute gut aufpassen. Auf der heutigen Zellendurchsuchung achtet vor allem auf Hieb- und Stichwaffen. Für Arman und Aram beginnt jede Schicht mit einem Briefing durch ihren Kommandanten Hatschik Harutsyunan. Hier erhalten sie Informationen, die auch für ihre eigene Sicherheit wichtig sind. Rechts um, an die Arbeit. Nun wissen Sie, ob es besondere Vorkommnisse gab und welche Häftlinge im Moment auffällig sind. In Block 4 steht heute die wöchentliche Zelleninspektion an. Es ist einer von zwei Zellenblocks, deren Häftlinge sich nicht dem Kodex der Diebe im Gesetz unterworfen haben. Wärter und Insassen alle komplett. Keine besonderen Vorkommnisse. Azad. Dennoch ist die Aktion nicht ungefährlich. Die Wärter müssen jederzeit mit Widerstand oder sogar mit Angriffen rechnen. Eine genaue Organisation der Durchsuchung ist deshalb wichtig. Morgens, wenn alle in den Zellen sind, ist die beste Zeit für Durchsuchungen. Los geht's! Zu fünft untersuchen die Justizvollzugsbeamten jede einzelne Zelle. In den 8 Quadratmeter großen Zellen leben 2 bis 4 Häftlinge. Jede Zelle ist anders eingerichtet, denn nur die Betten und die Sanitäranlagen werden gestellt. Für den Rest, von Möbeln über Geschirr bis zu Putzmitteln, müssen die Insassen selbst sorgen. Glas, Keramikgeschirr und Metallbesteck ist verboten. Doch natürlich versuchen die Insassen immer wieder, Sachen einzuschmuggeln. Wichtigster Teil der Durchsuchung: Mit einem Gummihammer sucht Arman nach Anzeichen von Ausbruchsversuchen und nach unsichtbaren Verstecken. Es kommt öfters vor, dass die Häftlinge Löcher in die Wände machen, um darin Sachen zu verstecken und sie anschließend mit Sand und Wachs wieder zukleistern. Doch sie nehmen nicht nur die Zellen in Augenschein.
Während des Schichtwechsels schauen wir uns auch die Häftlinge selbst an, ob sie in guter Verfassung sind, krank aussehen oder sogar Spuren von Misshandlungen tragen. Es könnte sein, dass er sich in der Nacht etwas angetan hat oder ihm andere Häftlinge etwas angetan haben. 48 Zellen, Kontrollen im Minutentakt. Auch bei Nahrungsmitteln sind die Wärter skeptisch. Es könnte sich um selbstgebrannten Alkohol oder um Drogen handeln. Ein Häftling ist während der Durchsuchung immer anwesend. Er kontrolliert, dass die Wärter den Häftling nichts unterschieben. In Zelle 405 treffen die Beamten auf nervöse Insassen. Und tatsächlich werden sie hier fündig. Bei der Durchsuchung der Zelle entdecken sie eine Metallgabel, ein Stück Schleifpapier und einen selbstgebauten Tauchsieder. Alles verbotene Gegenstände. Vor allem die selbstgebastelte Gabel und der selbstgebaute Tauchsieder sind extrem gefährlich. Die Metallgabel kann als Waffe missbraucht werden. Und diesen Tauchsieder haben wir aus dem Verkehr gezogen, weil solche selbstgebastelten Teile einfach lebensgefährlich sind. Leider finden wir so etwas immer wieder. Und mit dem Schleifpapier verputzen die Häftlinge die mit altem Brot verdichteten, zugekleisterten Wandverstecke. Aram vermutet, dass die Häftlinge die Gegenstände aus der Werkstatt oder von einem Handwerker geklaut haben. Nun folgt ein Ermittlungsverfahren. Im schlimmsten Fall droht den Insassen Isolationshaft. Bei wem früher schon mal was gefunden wurde, den nehmen sich die Wärter öfter vor. Wärter Aram lässt sich die Lieferung zeigen, die einer der Häftlinge heute von seiner Familie erhalten hat. Erst vor wenigen Tagen wurde bei Gevorg Avangyan ein verbotenes Mobiltelefon entdeckt. Seitdem steht er unter besonderer Beobachtung. Zwar findet Aram diesmal kein Handy, doch zwischen Bergen von Klamotten und Gebrauchsgütern stößt er auf andere Dinge, die in den Zellen von Armavir verboten sind. So eine normale Plastikschüssel ist kein Problem. Da kann nichts passieren. Aber dieses Keramikgeschirr ist ein absolutes No-Go. Aus den Scherben könnte man sich eine Waffe basteln. Außer dem Keramikgeschirr sortiert Aram auch ein scharfes Messer und eine Metallgabel aus. Das geht jetzt zurück. Darf ich das nicht mitnehmen? Natürlich nicht. Während der Kontrolle musste die Mutter des Häftlings in einem Nebenraum warten. Denn sie hat die verbotenen Gegenstände in das Paket gepackt. Das geht jetzt zurück. Ihr benachteiligt ihn immer wieder. Wenn wir was Persönliches gegen ihn hätten, dann wären wir noch viel strenger. Nach Ihrer Liste haben Sie uns zugesichert, dass Sie das Porzellan und das Besteck wieder mitnehmen. Das haben Sie aber nicht gemacht. Ich weise Sie nochmals darauf hin, dass Sie gegen die Ordnung der Haftanstalt verstoßen. Heute kommt die Familie des Häftlings Gevorg Avangyan mit einer Verwarnung davon. Ich kann nicht sagen, dass die Familien nur naiv sind und sie nicht wissen, was im Gefängnis erlaubt ist und was nicht. Sie nutzen die Situation aus. Wir sind zu wenig Wärter, um diese Kontrollen immer durchzuführen. Wir drei, die gerade Dienst haben, müssen insgesamt 700 Häftlinge durchsuchen. Das schaffen wir gar nicht. Und die Angehörigen wissen, dass wir unterbesetzt sind. Deswegen versuchen sie auf gut Glück, was ins Gefängnis zu schmuggeln. Ein Dilemma. Der Staat gibt nicht mehr Geld für seine Häftlinge aus, doch gleichzeitig sind die Wärter zu unterbesetzt, um die Situation unter Kontrolle zu haben. Gevorg Avangyan sitzt erst seit einem Jahr im Gefängnis.
Die Gefängnisleitung sorgt nur dafür, dass es hier im Winter warm ist. Für alles andere bist du selbst verantwortlich. Ventilator und Kühlschrank musst du selber mitbringen. Wenn du keine Verwandten hast, die dich versorgen, ist es schwierig, die Monate hier zu überstehen. Gevorg Avangyan sitzt zum dritten Mal im Knast, wegen mehrfachem Einbruch und Diebstahl. Er kann es einfach nicht lassen. Es ist schwer zu erklären. Stell dir vor, du sitzt an einem prallgedeckten Tisch. Dann ist doch klar, dass du dann irgendwann Hunger kriegst. Du kannst dich vielleicht 24 Stunden vom Essen fernhalten. Aber irgendwann greifst du dann doch zu. Avangyan hat noch 3 Jahre im Knast vor sich. Weil er ständig Probleme macht, hat er keine Chance auf vorzeitige Entlassung. Sie haben bei mir ein Handy gefunden. Deshalb habe ich meine Arbeit hier im Gefängnis verloren. Ich werde aber nicht auf das Handy verzichten, um irgendwie doch vorzeitig entlassen zu werden. Nein, ich werde mir trotzdem wieder eins besorgen. Die werden mich eh nicht früher rauslassen. Daher ist es mir auch egal. Seine Uneinsichtigkeit bringt ihn immer wieder in Konflikt mit den Wärtern. Gerade droht der nächste Streit. Aram hat ein Messer bei ihm entdeckt, nicht zum ersten Mal. Wie soll ich das denn sonst auch machen? Ich kriege ja von meinen Eltern auch Lebensmittel wie Salat. Wie soll ich das denn ohne Messer schneiden? Ihr bekommt Essen von der Haftanstalt. Ihr müsst nicht kochen. Dann braucht ihr auch kein Messer. Es geht doch nur um Salat. In Block 4 gilt Gevorg Avangyan mittlerweile als Troublemaker. Das missfällt den anderen Insassen. Nach einem Streit mit dem Wärter nehmen ihn einige Häftlinge zur Seite und stellen ihn zur Rede. Sie befürchten, dass auch sie stärker kontrolliert werden, wenn er weiter Ärger macht. Auch wenn solche Konflikte an der Tagesordnung sind, gehen sie an Aram nicht spurlos vorbei. Solche Situationen stressen mich so sehr, dass ich zu Hause grundlos meine Frau anschreie. Sie ist dann so: Warum schreist du mich an? Und ich schreie nicht. Das ist absurd. In Armenien spielt die Familie eine wichtige Rolle. Dass sich die Angehörigen um die Inhaftierten kümmern, hat hier eine lange Tradition. In der Warenschleuse der Armavir-Haftanstalt stapeln sich jeden Tag Tüten und Pakete. Bis zu 70 Kilo darf sich jeder Häftling pro Monat liefern lassen. Oft kommen die Angehörigen persönlich vorbei. Ariana Nahapetsian bringt heute Essen für ihren Schwager. Ich bringe heute Pilaf, Hähnchen, Salat, Fladenbrot, Saft, Zigaretten, Zucker, Tee, Kaffee. Alles, was er sich gewünscht hat. Mein Schwager ist nur Hausmannskost gewohnt. Darum bringen wir ihm Sachen aus unserer Region. Das schmeckt auch viel besser als der Fraß aus dem Gefängnis. Und die Qualität ist natürlich viel besser. 2-mal im Monat liefert Ariana Nahapetsians Familie Lebensmittel im Wert von 200 Euro. Das Essen hilft meinem Schwager und den anderen Häftlingen, dass sie sich nicht so alleine fühlen, während sie hier drin eingesperrt sind. Weil sie merken, dass wir zu Hause an sie denken, wenn wir ihnen das Essen kochen. Für den Ehemann von Arianas Schwester sind die Lieferungen eine Möglichkeit, mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben. Währenddessen herrscht in der Großküche Hochbetrieb. Denn hier wird das normale Essen zubereitet. In Armavir kochen die Gefangenen selbst. Sogar der Chefkoch ist ein Häftling.
Heute gibt es Bohnensuppe mit Kartoffeln und als Beilage Reis. Das Essen in Armavir ist streng rationiert. Jeder Häftling bekommt pro Tag 500 Gramm Hauptgericht und 200 Gramm Beilagen. Die Insassen essen in ihren Zellen. Willst du was? Was ist das? Reis? Nehme ich. Viele Häftlinge verweigern das schlechte Gefängnisessen auch ganz und versuchen nur mit den mitgebrachten Lebensmitteln zu überleben. Deswegen ist die Lebensmittelkontrolle weiterhin in vollem Gange. Die Pakete der Familie bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Häufig missbrauchen die Angehörigen die Pakete für Schmuggelware. Jeden Tag müssen Arman und sein Kollege Georg im Schnitt 500 Kilogramm Waren kontrollieren. Sie haben es vor allem auf Alkohol und Drogen abgesehen, die in den Lebensmitteln versteckt sein könnten. Manchmal finden wir Drogen, die im Essen untergemischt sind. Aber das würde die Rauschwirkung mindern. Deswegen verstecken sie es lieber gut getarnt irgendwo in den Paketen. Ein Röntgenscanner hilft den Wärtern bei der Suche. Okay, das könnte was Verdächtiges sein. Das erkennen wir hier an den Einfärbungen. Es könnte aber auch Salz und Pfeffer sein. Hatte ich recht? Die Einfärbung ist weg. Alles okay. Heute sind die Lieferungen sauber. Aber Schmuggel bleibt ein Riesenproblem in der Haftanstalt. Neben Drogen sind Mobiltelefone eine begehrte Ware. Regelmäßig beschlagnahmen die Wärter Dutzende davon. Auch selbstgebaute Waffen und Werkzeuge sind bei den Häftlingen beliebt. Dieses Teil hier wurde mit Sicherheit als Dietrich eingesetzt. Dieses Werkzeug hier hat ein Häftling benutzt, um Löcher in die Wand zu kratzen. Darin konnte dann Schmuggelware versteckt werden, wie Smartphones zum Beispiel. Wenn es um Schmuggel geht, werden Häftlinge und Angehörige kreativ. Wir hatten schon Fälle, wo wir Drogen in Melonen gefunden haben oder Handys in Kuchen. Und so traurig es ist, es gibt hier ein paar Kollegen, die für Geld alles Mögliche ins Gefängnis schmuggeln. Diese Kollegen sind eine große Schwachstelle hier, denn das ist schwer zu kontrollieren. Das armenische Strafvollzugssystem hat eine weitere Schwachstelle. In den chaotischen Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden einige Gefangene zum Tode verurteilt. Später wurde ihre Strafe in lebenslange Haft umgewandelt. Ob sie jemals wieder in Freiheit kommen, weiß keiner. Zum Teil existieren nicht einmal mehr die Strafakten. Eine hoffnungslose Situation, die oft zu Verzweiflungstaten führt. Ausbruchsversuche sind deshalb keine Seltenheit. Um das Problem in den Griff zu kriegen, hat Kommandant Harutsyan ein eigenes Ermittlerteam zusammengestellt. Hier auf dieser Pinnwand sind alle aufgeführt, die lebenslänglich in Armavir einsitzen. Das ist die Gruppe, die am ehesten auf die Idee kommen könnte, einen Ausbruch zu wagen. Hier auf der blauen Pinnwand befinden sich alle Häftlinge, bei denen wir gewarnt wurden. Aus internen Quellen wissen wir, dass sie es schon einmal versucht haben oder dass sie einen Ausbruch planen. Ich muss zugeben, dass manche wirklich geschickt vorgehen. Wie diese beiden hier, die es zuletzt versucht haben. Ein spektakulärer Ausbruchsversuch, für den Arman und Aram gerade stehen müssen.
Die Zelle ist jetzt ein Lehrstück für die Wärter, um zukünftig die Signale besser zu erkennen. Vor kurzem haben zwei Häftlinge versucht, hier auszubrechen. Aktuell läuft das Ermittlungsverfahren und wir versuchen, das Rätsel zu lösen, wie sie es schaffen konnten, die Gitterstäbe zu durchsägen, ohne dass jemand aufmerksam wurde. Zurück bleibt ein höhnisches Mahnmal für die Wärter. Werkzeug und Baumaterial, die für den Ausbruchsversuch benutzt wurden. Arman ist noch immer ratlos. Wir müssen leider zugeben, dass wir einfach nichts bemerkt haben. Die beiden haben sich absolut unauffällig verhalten. Wir hätten auch bis zum Schluss nichts bemerkt, wenn wir nicht von einem Informanten einen Tipp bekommen hätten. Die Flüchtlinge sitzen seitdem in der Isolationshaft. Auch der Häftling Arsen hängt auf der Pinnwand der potenziellen Ausbrecher. Denn er ist einer der Lebenslänglichen in Armavir. Er hat schon sein halbes Leben im Knast verbracht. Jeder Straftäter hat 4 Quadratmeter zur Verfügung. Das ist nicht viel. Das Leben spielt sich hier auf diesem Raum ab. Wir sind jetzt nur zu zweit in einer Zelle. Wäre man zum Beispiel zu viert, könnten wir hier nicht lernen. Als Mitglied einer linksextremen terroristischen Vereinigung wurde Arsen 1996 wegen Anstiftung zum Doppelmord zum Tode verurteilt. 2003 wurde das in lebenslange Haft umgewandelt. In den ersten 7 Jahren waren wir noch zum Tode verurteilt und haben im Todestrakt gesessen. Die Hälfte von uns ist im Gefängnis gestorben. Die Bedingungen waren... Darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden. Wir haben versucht, uns zu ändern, unsere Sicht auf die Welt und das Leben. Und wir haben beschlossen, unserem Leben im Gefängnis einen Sinn zu geben. Arsen begann Psychologie zu studieren. Er ist der erste armenische Häftling, der einen Uni-Abschluss hat. Mittlerweile sitzt er an einer Doktorarbeit über Gefängnispsychologie. Dabei hilft ihm auch seine eigene Erfahrung als Lebenslänglicher. Er kennt die Hierarchien und Strukturen in Armavir genau. In der Gefängnisgesellschaft entsteht eine Subkultur. Und für die ist es sehr leicht, das Gefängnis zu kontrollieren. Die Obrigkeit ist korrupt. Ist man ein Straftäter und man will sich ändern, ein besserer Mensch werden, muss man besser sein als die Beamten, die dich kontrollieren sollen. Eine solche Entscheidung zu treffen, ist sehr schwierig. Besser zu sein als der durchschnittliche Armenier, das ist fast undenkbar. Auch im Armavir-Gefängnis läuft vieles unter der Hand. Arsen versucht es trotzdem auf dem legalen Weg. Er hat vor Gericht einen Antrag auf Begnadigung gestellt. Doch Korruption ist nicht das einzige Problem. Wie alle Gefängnisse des Landes kämpft die Armavir-Haftanstalt gegen die Drogensucht. Besonders Heroin und Crack sind im ganzen Land verbreitet und viele der Insassen kommen süchtig hinter Gittern. Die Gefängnisleitung vermutet, dass die Diebe im Gesetz aus Block 6 dazu beitragen, dass sie es auch bleiben. Da die unterbesetzten Wärter dem Schmuggel nicht mehr Herr werden können, versuchen sie stattdessen, die Häftlinge mit einem Methadon-Programm wieder clean zu kriegen. Der Georgier Timur ist einer von ihnen. Ich habe nicht genug Willen, um mit den Drogen aufzuhören. Aber das Methadon hilft, meine Sucht zu kontrollieren. Nach der Einnahme dauert es 30 Minuten, bis die Wirkung eintritt. Die hält dann für rund 4 Stunden an.
So versucht die Haftanstalt, ihre drogensüchtigen Insassen bei Laune zu halten. Ich bin mir sicher, wenn wir plötzlich kein Methadon mehr ausgeben würden, würde es sofort Krawalle geben. Das Programm soll auch die Kriminalität im Gefängnis eindämmen. Der Sinn dieses Ersatzprogramms ist, dass wir Süchtigen uns nicht mehr so viele Gedanken machen müssen, wie wir am besten an die Drogen kommen. Auch hier setzen die Verantwortlichen auf Deeskalation. In Block 6 sorgen die Häftlinge selbst für ihr Wohlergehen. Hier lebt die armenische Mafia nach ihren eigenen Regeln. Hier gibt es überhaupt keine Probleme. Die Leute hier sind cool, ganz normal und korrekt. Es ist doch alles harmonisch zwischen den Gefangenen. Das ist die Mentalität von uns Armeniern. Wir sind authentisch. Es ist nicht wie in afrikanischen oder amerikanischen Gefängnissen. Wir sind keine brutalen Schläger. Wir sind hier in Armenien. Wir arbeiten mit dem Köpfchen. Das Gesetz der Mafia verbietet es, Interna auszuplaudern. Nach außen hin ist immer alles entspannt. Vor dem Knast war Amar Profiboxer. Was ihn auf die schiefe Bahn gebracht hat, verrät er nicht. Ich habe mir einen Löwen tätowieren lassen. Und hier einen Fisch. Gangster und Jesus, das ist halt mein Style. Wegen versuchten Mordes hat er noch 6 Jahre abzusitzen. Als Häftling war klar, dass nur Block 6 für ihn in Frage kommt. Das hier ist meine Familie, meine wahre Familie. Das ist wie deine Familie zu Hause. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier eingesperrt sind. Viele der Häftlinge in Block 6 können sich ein Leben außerhalb der Gefängnismauern kaum noch vorstellen. Auch wenn Ex-Boxer Amar noch ein paar Jahre Knast vor sich hat, hat er jedoch konkrete Vorstellungen, wie seine Zeit nach Amavir aussehen könnte. Das hier ist unser Zuhause, unser armenisches Heim. Ich würde gerne wieder professionell boxen, wenn ich hier rauskomme. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Bei uns in Armenien gibt es kein Profiboxen. Ich würde deshalb später gerne in Amerika oder in Europa boxen. Es ist diese Hoffnung, die Amar Vardanyan im Gefängnis aufrechthält. Ein anderer Häftling im Armavir-Gefängnis hofft noch immer auf ein echtes Happy End. Seit über 20 Jahren lebt Arsen Asruni schon im Gefängnis. Die täglichen Hofgänge und Gespräche mit seinem Zellengenossen waren in seinen ersten Jahren überhaupt nicht selbstverständlich. Wir kommen jeden Tag für 3 bis 4 Stunden raus. Ich war 8 Jahre lang in einer Einzelzelle und bin nie rausgekommen, um mal frische Luft zu schnappen und den Himmel zu sehen. Auch nicht durch die Gitterstäbe. Heute haben wir einen sehr schönen Himmel. Trost spendet ihm sein einziger Freund Asher Monokian. Als 19-jähriger Wehrpflichtiger hat er 2 Kameraden im Streit erschossen. Im Gefängnis sind die beiden zunächst Zellennachbarn. Er hat mich gebeten, ihm Englisch beizubringen. Aber das war im Jahr 2000. Da waren wir noch getrennt untergebracht. Wir haben angefangen, uns heimlich Post-its zuzustecken. Und er hat auch seine Hausaufgaben auf Post-its gemacht. So ging das 2, 3 Jahre. So haben wir zwischen den Zellen kommuniziert. Ich habe unterrichtet und er hat gelernt. Heimlich. Das hat ihn verändert. Und es hat auch mich verändert. Ich habe gesehen, dass ich helfen kann. Auch wenn es so scheint, als hätte sich Arsen Asruni vollständig rehabilitiert, seine Chancen, jemals wieder in Freiheit zu leben, stehen schlecht. Zu schwerwiegend sind die Morde, die er als Linksextremist in den 1990er Jahren begangen hat.
Arsen will weiter vor Gericht um seine Entlassung kämpfen. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass jede Entscheidung, die du fällst, deinen Weg und dein Schicksal bestimmt. Marina Nahopetsyan und ihre Familie hoffen, dass sie bald Gewissheit haben, wann ihr Ehemann und Schwager eines der härtesten Gefängnisse des Landes endlich verlassen darf. Bis dahin werden sie ihn weiterhin, so oft es geht, besuchen kommen. Für die Wärter Arman Beglayan und Aram Hovanisyan ist um 18 Uhr endlich Feierabend. Bis zum nächsten Schichtwechsel lassen sie die Gefängnismauern hinter sich. Zumindest körperlich. Den ganzen Tag über müssen wir überall viele Probleme lösen und unsere Arbeit so gut wie möglich machen. Das ist wirklich nicht immer so einfach. Ich bin sehr froh, dass heute nichts Schlimmes passiert ist. Aber jetzt fühle ich mich körperlich total kaputt. Am liebsten würde ich diese ganze Müdigkeit hinter den Gittern lassen. Ich würde gerne frisch nach Hause zu meiner Familie kommen und nicht all diese negativen Emotionen von hier mitbringen. So bald wird der Stress für die beiden nicht aufhören. So lange, dass Armavir-Gefängnis den Kampf gegen die einflussreichen Diebe im Gesetz nicht gewonnen hat.